Mich einfach generell auf die nächste Zeit. Ich denke, das ist sehr, sehr cool. Oh mein Gott, habt ihr das jetzt gesehen? Was war das denn? Alter Schwede, ich dachte, ich verrecke. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Games. Wir spielen heute auf der Map Blades und ich weiß gar nicht, was für ein Kit wir haben. Wir haben das Kit. Ah, Enderman, okay. Weil ich bin in die Runde gejoint, das ging instant los. Deswegen wusste ich jetzt nicht, ja, welches Ding wir hier eben haben. Okay, das buggt irgendwie gerade die Liste. Okay. Ja, es ist nämlich jetzt so, wie ihr schon mit den Köpfen hier sehen könnt. Der Gomme-Server ist auf die 1.8 umgezogen. Das heißt, er ist nur noch ab der 1.8 verfügbar und Leute mit der 1.7 können nicht mehr joinen. Da haben sich natürlich jetzt wieder ein Haufen Leute aufgeregt. Mimimimimi. So scheiße, ich wechsle den Server. Dann macht das doch bitte. Ich glaube, wir werden euch nicht vermissen, weil ich meine, es gibt genug andere Server, wo man mit der 1.7 noch spielen kann. Und ja. Ich freue mich außerdem auch auf die 1.9, muss ich sagen. Auch wenn irgendwie alle die 1.9 hassen, ich mag die 1.9, weil ich habe da schon so ein bisschen gespielt mit und ich muss sagen, es verändert einfach PvP total, also komplett. Was viele aber dabei vergessen ist, dass man diesen Cooldown der Waffen auch rausnehmen kann. Also wenn zum Beispiel jetzt ein Server sagt, und ich denke, dass das sehr, sehr viele Server sein werden, die dann sagen, yo, wir möchten das nicht, dass das passiert. Mit diesem. Oh, what the fuck? Okay. Sie möchten zum Beispiel jetzt nicht, dass das passiert mit dem Cooldown, weil es uns die Spieler fernhält oder sonst was. Dann werden die das schon ändern. Oder dann werden die es auch erst gar nicht reinnehmen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Spielmodis dann neue geben wird, wo man dann einfach so ein bisschen taktischer kämpfen muss mit Schild und Waffen und so. Vielleicht irgendwas mit Rittern oder. Ja, keine Ahnung, das klingt jetzt so scheiße, ne? So, ja, Ritter, yoyoy. So, komm her. Boot dabei. So, den haben wir. Okay, hinter uns ist jemand. Das ist natürlich nicht so geil. Okay, das hat sich jetzt, glaube ich, ein bisschen was gebracht. Warte, ich werfe jetzt einfach mal eine Enderperle ganz weit weg. Esse in der Zwischenzeit Fisch. So. Zack, rüste mich ganz schnell aus. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht, wo der Typ nämlich ist. Okay, da vorne. Ich glaube, der kämpft gerade oder so. So, zack, zack. Hatte der ein bisschen Schwert? Nein, leider nicht. Ja, scheiße, Moment. Okay, die laggt. Oh mein Gott, mein Glück. So. Die haben wir dann. Hatte die irgendein Dierschwert oder so? Nein, hatte die nicht. Somit ist der Stuff für uns unbrauchbar. Zack, zack, zack. Okay, Holzschwert. Okay, so. Und zwar, ich werde in den nächsten Tagen, beziehungsweise ich bin schon intensiv dabei, mir neue Formate auszudenken für euch, neue Projekte mir auszudenken. Habt ihr vielleicht mal wieder Bock auf dem Modpack-Projekt, dann zeigt es mir unbedingt mit dem Däumelein nach oben. Oder ihr könnt mir auch einen Kommentar schreiben, welches, wenn ihr da schon irgendwelche Ideen habt. Ob es jetzt vielleicht gerade irgendwie ein aktuelles, neues, cooles Modpack gäbe. Denn bald startet ja wieder Titan und in Titan bin ich natürlich auch wieder mit am Start. Und ich hätte halt dann ein PvP-Projekt und dann auch noch ein Modpack-Projekt. Vielleicht auch mit coolen anderen YouTubern oder Leuten. Ihr könnt einfach mal so ein paar YouTuber in die Kommentare schreiben, mit denen ihr Bock hättet, dass ich was mache. Oder ja, das wäre natürlich sehr, sehr cool, wenn ihr das machen könntet. Ich freue mich nämlich einfach generell auf die nächste Zeit. Ich denke, das ist sehr, sehr cool. Oh mein Gott, habt ihr das jetzt gesehen? Was war das denn? Alter Schwede, ich dachte, ich verrecke. Hui, da habe ich mir ja nochmal gut gerettet hier. Dachte echt nicht, dass ich das überlebe. Aber zum Glück bekomme ich ja keinen Schaden durch Enderperlen. Das war mein Glück. Oha, hier ist ein Typ. Oh, der ist Ding. Okay.
Oh mein Gott, ich habe ihn getötet. Yes! Zum Glück kann ich durch diese Dings nicht sterben hier, aber ich will den Brustpanzer. Ganz schnell, ich will den Brustpanzer. Yes, okay. Brustpanzer habe ich. Hatte der noch irgendwas aus dir? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht, hatte der einen Bogen. Nee, einen Bogen haben wir auch nicht. Schade. Das finde ich jetzt natürlich sehr, sehr traurig. So, erstmal Speed Drank hier. Zack. So, 158 Blöcke, okay. Gut, dann können wir hier noch uns den Speedblock abholen. Dann holen wir uns den Speedblock noch. So. Oh, ein Apfel. Ja. Dann würde ich sagen, dann mache ich mir gleich bei der nächsten Workbench ein paar schöne Goldäpfel. Und ich werde meinen Stuff auf jeden Fall verzaubern. Hier sind wir ja schon. Können wir wahrscheinlich schon verzaubern hier. Lapis. Ah, jetzt muss man also auch Lapis reinpacken. Okay. Okay, okay. Das ist ja jetzt auch neu mit der 1.9. Da gab es aber, glaube ich, eine Umfrage auf Gomme generell. Backt der in der Luft oder backe ich? Ich weiß nicht, ich glaube, ich lagge gerade. Scheiße. Nein, Leute. Oh mein Gott, ich lebe noch. Okay, scheiße. Ich muss aufpassen. Oh mein Gott, ich habe ihn noch getötet. Leute. Alter Schwede, das war wieder mal richtig knapp. Okay, der ist weit genug von mir entfernt. Ich brauche mir keine Sorgen machen. Aber was ich jetzt sofort mache, hier ist ein Goldapfel. Ey Leute, es geht ab. So, zack. Okay, Goldapfel. So, gleich mal gönnen. Geil. So, dann mache ich mir noch eine schöne Dia-Hose. Weil ich weiß ja nicht, wie der andere gegenüber dann ausgerüstet ist. So. Zack. Mehr Gold habe ich ja sowieso nicht. Vielleicht finde ich ja da noch Gold. Nein. Okay. Also ist jetzt Lapis im Prinzip schon auch wichtiger für uns geworden auf jeden Fall. Weil wir benötigen Lapis ja, um zu verzaubern. Aber ich glaube wirklich, da gab es doch so eine Umfrage jetzt, erst in den letzten Tagen vom Gommi-Server, ob die das machen sollen, dass man instant wieder so, wie bei der 1.7 halt Lapis im Dings haben, also im Verzauberungstisch. Und dafür werde ich auf jeden Fall auch abstimmen, weil ich glaube, das wäre echt ärgerlich, wenn man dann kein Lapis hat. Da müssten die aber jetzt im Prinzip auch das Kit Verzauberer ändern, weil der könnte jetzt ja gar nicht enchanten, wenn der kein Dings hat, oder? Wenn der... Das wäre ja doof. Stellt euch vor, ihr seid Verzauberer und ihr könntet nicht mal eure Sachen enchanten, weil ihr kein Lapis dabei habt. Das wäre natürlich doof. Das wäre schade. So. Gut, wir haben einen Stärkebogen und so. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen, aber man kann ja nie wissen, ne? Okay, er hat nicht das Ultra-Equipment. Ich glaube, ja, der war easy. GG. Der hat uns gar nichts abgezogen. Das war eine schöne Runde. Wir haben viele, viele Leute gekillt. Ja, wir haben fünf Kills haben wir gemacht. Ja, ich habe so ein bisschen was erzählt. Also schreibt mir unbedingt, ob ihr da Bock drauf hättet auf neue Modpack-Projekte und sowas. Und, tut mir natürlich auch noch sehr leid, dass die Audio halt und so, aber das wird in den nächsten Wochen, Tagen besser. Ich verspreche es euch, aber das Problem ist halt, es leckt hier drin. Natürlich, es leckt im Raum, nein. Es halt eben, weil noch keine Möbel da sind. Aber das ändert sich, wie gesagt, in Zukunft. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Däumelein nach oben da. Schreibt mir eben, wie gesagt, einen Kommentar. Und macht's gut, haut rein, haltet die Ohren steif und ciao.